Der Roger Schawinski feiert einen runden Geburtstag. Und wenn Sie ihn jetzt gerade sehen, dann werden Sie sagen, toll, wie der immer noch aussieht mit 50. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zum Tagtäglich. Der WD-Pionier feiert den 60. Das ist die Wahrheit. Und wir blicken heute im Tagtäglich zurück auf all seine Stationen von seinem Leben, aber auch auf zukünftige Taten. Roger, happy birthday! Danke, Markus. Du siehst blendend aus. Ja, du auch. Du bist genau 10 Jahre jünger als ich. Ich habe gedacht, ich habe gewettet, wann kommt ja, das? Sicher, das muss ich auch sagen. Oder? Ja. Wir haben jetzt ja doch, glaube ich, jetzt 25, 28 Jahre lang Kontakt miteinander. Nicht mehr so im Gleichschritt von 10 Jahren hintereinander. Hast ja du bist eigentlich ja immer mein Nachfolger gewesen. Du bist mein Nachfolger gewesen, zuerst beim Doppelpunkt, Programmleiter Radio 24, Sonntag, tagtäglich und jetzt da. Also irgendwie verbindet uns natürlich einiges. Enorm viel, enorm viel. Roger, im Buch «Das Ego-Projekt», «Lebenslust mit 100» hast du geschrieben, wir sollten nicht unsere Pensionierung planen, sondern das nächste Drittel unseres Lebens. Mhm. Ist das jetzt genau das Feeling am heutigen Tag, abpfiff zum letzten Drittel? Ja, ich weiss nicht, wenn das letzte Drittel angefangen hat. Aber es bezieht sich so auf Leute zwischen 50 und 60. Und ich glaube, man muss tatsächlich planen bis 85. In etwa, wenn wir jetzt die Lebenserwartung, wie sie sich entwickelt, anschauen. Und darum bin ich eigentlich noch mittendrin. Eben die, die meinen, mit 60, sagen wir kurz vor dem Aus, denken wir wirklich schon überlegen, wann kommt die AHV. Das ist eine falsche Planung. Und ich glaube, ich bin mittendrin. Und ich versuche natürlich, wenn ich etwas schreibe, das dann auch zu leben. Also ich bin eine Art... Ja gut, aber Lebenslust mit 100, das ist das letzte Drittel. Also ich meine, dein Ziel ist immer noch 100 zu werden. Nein, oder? Mein Ziel ist nicht 100 zu werden, sondern möglichst lang gesund, aktiv und auch glücklich zu sein. Warum bist du so aktiv? Warum bist du so gesund? Was glaubst du, was ist das Geheimnis vom Erfolg? Gut, also da gibt es einerseits, würde der sagen, sind es die Gene. Also meine Großmutter hat auch noch mit 80 keine weiße Haare gehabt. Andererseits natürlich der Lebensstil. Und ich glaube eben auch, wie man sich einstellt, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat, das ist natürlich schon wichtig. Und vor allem, das habe ich auch geschrieben und das versuche ich jetzt auch zu leben, wenn man immer wieder eine Euphorie findet. Immer etwas, was einem euphorisiert. Weil wenn man immer das Gleiche macht, Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung, dann verliert man ein bisschen Paper. Und das habe ich natürlich in den letzten Jahren gerade wieder gemacht. Also Euphorie, Herzblut, das ist schon etwas sehr Zentrales in deinem Leben. Ja, absolut, klar. Und das ist nicht jeden Tag gleich stark. Also ich bin nicht einfach da, jeden Morgen hier auf dem Balkon und sage, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Eben, du hast ja auch deine Downs und gehabt. Viele. Und viele, oder? Ja, 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 klar. Und, die will ich nicht missen. Die will ich nicht missen, weil die gehören auch dazu. Und ohne die wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Roger, wir sind ins Archiv gestiegen. Und wir haben jetzt so einen Querschnitt durchgemacht aus ein paar wichtigen Stationen. Okay. Radio 24, Tele Zürich, Tele 24, Sat 1 und auch ein paar private Bilder. Schau so. Okay. Oi. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Die Leute haben Freude. Die Leute wollen ihre Freude äußern. Und die Leute sind bereit zum Singen und zum Tanzen und zum Sagen, dass auf diese Art weitergehen sollte. Persecution, you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, don't hold it back, see now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try. Try and try, you'll succeed at last. I know it. Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Herzlich willkommen zum Tagtäglich. Frage, ob Zürich ein Bundesrat wieder einmal bekommen sollte, die steht sich jetzt aktueller denn je in den letzten Jahren. Und bei uns im Studio, der Moritz Leuenberger, ist ein grosser Moment für dich. Das erste Mal in deinem Leben darf ich sagen, ich möchte gerne Bundesrat werden. You'll succeed at last. Drei Minuten!
Da! Ladies and Gentlemen! Nehmen wir! Ich danke dir vielmals. See that last. You can get it if you really want. I know it. You can get it if you really Tja. Want. Bewegende Moment. Ja, wenn man das natürlich sieht, dann ist klar. Und das ist viel Gutes passiert, wirklich, muss ich sagen. Absolut gut. Es ist ja immer dir darum gegangen, Monopol aufzuknacken. Mhm. Ich glaube, das zieht sich durch bis zum heutigen Tag. Was ist deine innerste Motivation, das zu machen? Ja, weil Monopole einfach schlecht sind. In sich selber schlecht. Sie sind ineffizient und sie passen ganz sicher nicht in unsere Zeit. Sie werden immer eigentlich bewahrt von den Leuten von der Macht, die nicht wollen, dass das Ganze demokratisiert wird. Und sind in dem Sinn zutiefst undemokratisch und auch zutiefst der Gegensatz von einer freien Wirtschaft. Aber wenn du ein Monopol hättest können haben, zum Beispiel jetzt im Medienbereich, hättest du das nie angenommen? Nein, das gibt, ich will das gar nicht. Also eben eine Position innerhalb des Monopols, das wäre absolut undenkbar gewesen für mich. Ist dann der politische Kampf dir auch sehr wichtig gewesen? Nicht nur medienpolitisch? Am Anfang habe ich das gar nicht so gedacht, sondern man hat gesagt, wir machen das Radio und was soll's, und gute Musik und ein bisschen Vielfalt, weil damals war wirklich nicht viele Meter in der Schweiz. Und das hat sich dann entwickelt und vor allem, als ich dann den Widerstand gemerkt habe und immer wieder, auch dann, als wir das Fernsehen gemacht haben, dann ist mir aufgegangen, dass das ganz etwas Wichtiges ist, was man machen muss und dass man den Kampf also sehr ernst nehmen sollte. 26 Jahre sind vergangen, seit dem Anfang mit dem Radio 24. Wir haben eigentlich immer noch fast eine monopolistische Seite Situation in der Schweiz. Warum heben sich Monopol da in diesem Land so stark? Ja, natürlich, weil das der politische Wille ist. Gerade also im Fernsehbereich, ich habe das öfters schon gesagt, es ist der politische Wille von dem Bundesrat, das wir haben vorher gesehen, Moritz Leuenberger, der gesagt hat, ich will eine starke SRG, Punkt. Und da gibt es so ein paar kleine Pflänzchen, die man leben lässt, so wie Tele Zürich und ein paar andere, um ein bisschen alibiartig zu sagen, wir haben liberalisiert. Aber, ja gut, aber die sind ja erfolgreich im März. Wer? Zum Beispiel das kleine Pflänzchen. Ja, aber einfach so, dass es das SRG nicht irgendwie gefährden würde. Und ich bin jetzt in Deutschland und ich habe das erlebt. Dort hat man die Liberalisierung gemacht. Man hat einen privaten Sektor und öffentlich-rechtlichen. Und das ist natürlich schon etwas ganz, ganz anderes als in der Schweiz. Da werden Fehler überhaupt nicht bestraft. Aber es geht ja auch ein bisschen eine Art um den Roger Schawinski. Ich habe es jetzt wieder nachgelesen, wo es nicht so gut gelaufen ist, gerade in der Anfangsphase beim Sat 1. Wenn man verglichen hat, Kritik in Deutschland mit der zum Beispiel in der Schweiz, ist viel mehr Häme gegen dich in der Schweiz gekommen. Da haben wir gesagt, endlich, jetzt kommt der grosse Niedergang von Schawinski. Ja. Auf was führst du das zurück? Ja gut, es ist natürlich hart für viele Journalisten, die seit 30 Jahren auf dem gleichen Sessel sitzen, zu sehen, nachdem ich also A das gemacht habe, dass B dann noch gut können verkaufen, dann ein paar Bücher verkaufen, dann gehe ich noch nach Deutschland und dann hofft man natürlich schon, um sich selber nicht noch mehr in Frage stellen, dass der endlich dort mal auf die Aber Nase ist das geht. Typisch schweizerische Eigenschaft? Man hofft, dass einer auf die Nase geht? Nicht nur. Also ich erlebe das auch in Deutschland. Ah, ja. Also Häme gibt es dort also zuhauf. Das ist also nicht nur typisch schweizerisch. Aber in der Schweiz hat sich jetzt natürlich auf so einzelne Leute wie mich fokussiert. Weil ganz klar, jeder, der ein bisschen raussticht, der ist mal unter Generalverdacht. Und wenn er dann noch sagt, jetzt gehe ich da in Deutschland aufmischen, dann sagt man so, jetzt wollen wir mal schauen, den Post. Und ich, mag mich erinnern, wo es, gerade kurz nachdem ich da war, hat es in der NZZ am Sonntag einen Artikel gegeben, wo es gestanden ist, der meistverlachte Senderchef Deutschlands. Man hat es richtig gehofft. Und jetzt, anderthalb Jahre später, wenn man die grossen deutschen Zeitungen liest, steht sich ganz anders drin. Warum hast du eigentlich die Kurve gekriegt? Das hat eigentlich schlecht angefangen. Zuerst hast du nichts dafür können, die ganze Zeit Desaster mit dem Harald Schmidt, dann die Anke, dann hat es noch Sendungen gegeben, wie da mit dieser Frau und so weiter. Warum hast du Kurven gekriegt? Ist es Stehvermögen? Ist es dein Eisen, das du da an der Ellbogen hast, von all diesen Jahren Kampf? Ja gut, also klar, einerseits das. Andererseits, Fernsehen machen ist eine Kunst und nicht eine Wissenschaft. Man kann nicht wissenschaftlich sagen, die und die Sendungen funktionieren. Und auch die grössten Sender und Senderchefs in Amerika, die wissen, 50% oder 40% der Sendungen funktionieren, und der Rest geht nicht. Ich habe am Anfang ein bisschen häufiger, habe mich ein bisschen einschaffen müssen, habe viel dazugelernt. Und ich muss sagen, unsere Trefferquote, gerade in den letzten 6 Monaten, ist die
absolut höchste. Und es gibt Sachen, die natürlich dort schon in Vorbereitung sind, die man gar noch nicht sehen konnte. Aber hätte es noch andere als dich, hätte es jetzt sehr wahrscheinlich aus der Kurve rausgetragen. Ja, ich war kurz davor. Man hat also schon damals mal in Cannes bei der MIP im Herbst sind Nachfolgenamen von mir kursiert. Man hat mich weggeschrieben. Zuerst hat der Sternenartikel gehabt. Dann hat Spiegel müssen sagen, jetzt müssen wir noch einen draufgeben. Wir müssen ihn wirklich rausschreiben. Also ich war kurz vor dem Aus. Und wenn ich jetzt anschaue, gut ein halbes Jahr später, es ist genau umgekehrt. Jetzt heisst plötzlich der erfolgreichste Senderchef Deutschlands, der am wenigsten Fehler macht. Und da glaube ich, da traue ich hier und da meinen Augen nicht. Du bist sehr stark auftreten in Deutschland am Anfang. Du hast natürlich wollen, deinen Namen transportieren, auch im Medien. Und von dem Moment an, wo es nicht mehr gut gelaufen ist, ist wieder Lautsprecher abgestellt. Man hat gar nichts mehr gehört, gar nichts mehr gelesen. Ja. Rost, ist das von dir gekommen oder Weisung von oben? Auch, beides. Oder? Man hat gesagt, ich dich mal ein bisschen zurücknehmen. Ich habe dann auch gefunden, jetzt warte mal. Nein, jetzt warte mal, bis die Projekte, die ich angeschoben habe, die auch ein bisschen länger brauchen, eben, bis so eine Telenovela auf Sendung geht, geht ein Jahr vorbei. Also vom Moment an, wo man es entscheidet, bis zur ersten Sendung. Jetzt warten wir mal das ab. Und dann komme ich wieder. Und da war ich eigentlich ganz gut beraten. Und jetzt ist schon fast ein bisschen... Jetzt... Du hast einen Berater gehabt? Ja, ich habe... Rost, ist auch witzig, einen Berater gehabt. Ja, das ist ich eine Sensation. Ich habe eine Pressechefin. Und, die ist, und du hast ihr gefolgt? Ja, ich höre. Ich höre, weil sie kennt natürlich Adam Erdep viel besser. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen mehr drin. Hat alle Kontakte zu allen Journalisten. Und tatsächlich, Markus, zu deinem grossen Stuhl, ich bin beratbar. Das ist unmöglich. Alle hätten gesagt, Schawinski niemals. Nein, das habe ich gemacht. Also es war so eigentlich eine Krisensituation. Ja. Wir müssen eine Krisenkommunikation machen. Naja, das hat man klar. Und, aber meine Leute die sind also wirklich hinter mir gestanden. Ich habe ein super Team. Ich bin auch hinter ihnen gestanden, weil zum Teil die Entscheidungen sind natürlich zusammen gemacht worden. Und dann hat man da nicht gesagt, wer ist jetzt der Schuldige. Und das ist entscheidend in so einer Sache, dass wenn man in einer Krise das gemeinsam bewältigt, das schweißt einen zusammen. Und das haben wir erlebt. Und wir sind jetzt eigentlich durchs Fegfeuer gegangen als Team, als Führungsteam. Aber als Mannschaft. Und jetzt feiert der ganze Sender jeden Tag unseren Erfolg. Am Morgen um 9 Uhr ist im Lift sind unsere Einschaltquoten mit dem Vergleich von der Konkurrenz. Und jeden Tag, wenn da tolle Einschaltquoten... Wenn die Lifttür aufgeht, dann rufst du «Hello!» Wir haben schon wieder Superquoten. Ich sehe schon, wenn ich reinkomme, der Portier empfängt mich wieder mal an. Da lebt jeder lebt das Fernsehen mit Haut und Haaren. Und es ist so ein Ruck durch den Sender gegangen. Die haben das also, wie sie mir sagen, die 20 Jahre noch nie erlebt. Also, wie du es bei der Antrittsrede in Berlin gesagt hast, der Spirit, der Spirit, das ist das Zentrale. Ja, das ist klar. Und Sat.1 ist jetzt der Sender, der ganz klar am meisten zugelegt hat. Und zwar eben nicht irgendwelche Trash-Programme, sondern im Quality-Bereich. Und dass das geht, dass mit den Informationen, jetzt aber auch bei der Impro-Comedy, aber auch bei der Fiktion, wo wir wirklich sehr ambitiös sind, dass wir dort immer wieder auch zulegen können, das heisst, offenbar haben wir es richtig gemacht. Und warum haben wir es richtig gemacht? Weil wir die Trends, wo alle gesagt haben, das sind die Trends nicht gemacht. Und ich bin eigentlich mehr... Was haben alle gesagt? Man muss Reality machen. Man muss zum Beispiel machen, die Apprentice, oder, was in der Schweiz Traumjob hat. Ich habe mir das angeschaut und gesagt, nichts für mich. RTL hast du schon mal gesehen, in der Schweiz mit dem Jungen? Ja, einmal gesehen. Und? Ja, es ist noch ganz gut gemacht, aber es funktioniert einfach nicht bei uns. Einfach weil... Wir sind nicht in Amerika und der Jürgen Marquardt ist nicht der Donald Trump und Zürich ist nicht New York und der American Dream gibt es bei uns. Also sind alles Analysen, die ich gemacht habe und gesagt habe, nicht für euch. Hat in Deutschland nicht funktioniert. Oder die ganzen Schönheitsoperationen-Sendungen haben nicht gemacht. Reality-Sendungen wie Hell's Kitchen oder Teufels Küche, alles nicht gemacht. Also sind meine Entscheidungen, zum Teil sind es ja Bauchentscheidungen. Ich sage es eben, es ist eine Kunst, es ist nicht eine Wissenschaft. Ist es auch ein Gambling? Eine Art, dass auf dem Schachbrett Figuren... Hey. Wo jetzt zum Beispiel RTL die Sendung eben Teufelsküche gemacht hat, wo wir abgelehnt haben, dachte ich, wenn das der super Erfolg wird, dann sehe ich aber alt aus. Und als ich dann die Quote gesehen habe, habe ich wieder ganz ruhig schlafen. Aber schau, Rost, ich glaube, das ist genau der Punkt, warum du zunehmend Spass hast, oder? Es ist schon ein bisschen ein Gambling. Eben, man kann es nicht mit einer mathematischen Formel errechnen, sondern... Es ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ja. Aber es ist auch das, dass wir eben immer versuchen, etwas ganz anderes zu machen als die anderen. Also jetzt zum Beispiel, eben die anderen haben alle sich angefangen zu kopieren. Wir haben jetzt zum Beispiel die Impro-Comedy entwickelt, wie «Genial daneben» oder «Schillerstein». Super Erfolg, absoluter grosser Erfolg. Jetzt machen wir eine ganz neue Serie, die jetzt wieder kommt, im Herbst, die ganz anders werden sein als auf allen anderen Sendern. Es fehlen dir noch zwei grosse eigentlich. Ja.
der Herr Jauch und der Herr Gottschalk. Mhm. Und? Ja, du, das ist sehr interessant. Bist du in Verhandlungen? Nein, also ich meine, ich habe mal mit dem Günther Jauch geredet, aber der Gottschalk, mit dem bin ich laufen im Gespräch. Der sagt, oh, ist da irgendwie einer vom ZDF rum? Er schaut auch immer, dass jemand vom ZDF sieht, dass er mit mir redet, wo er ja unter Vertrag ist. Aha! Und der Günther Jauch, wo ich ihn getroffen habe, ist er tatsächlich zu uns gekommen und hat dann darauf bestanden, dass er ins Ende kommt, zu Sat 1 und zum Vordereingang reingelaufen ist. Und ich habe, wie ich gehört, und zwei Tage später in Köln bei RTL hat man das gewusst. Ich glaube, das hat seine Verhandlungen dort nicht erschwert. Aber ist ein super Typ. Man sagt, man muss so den Haupteingang beim Schawinski laufen, möglichst noch ein paar Presseleute engagieren und dann steigt das Gehalt. Ja, gut, das kann ich, das weiss ich nicht. Das würde ich überhaupt nicht umstellen. Ja. Aber RTL lebt jetzt natürlich in erster Linie von Günther Jauch, oder? Millionär und seine anderen Seite. Und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Im Vorabend haben wir jetzt ziemlich erfolgreich attackiert mit Verliebt in Berlin. Und wenn es andere noch ins Wanken käme, dann würde ich dann wirklich die Revolution im deutschen Privatfernsehen, glaube ich, dann stattfinden. Jetzt haben wir viel über Fernsehen geredet und deine grosse Karriere. Aber zum Privatmann Schawinski. Mhm. Oder vielleicht auch zum Mix zwischen Privatmann und Berufsmann. Das ist im Mai 2002 gesagt, I'm free as a bird. Ich bin frei wie ein Vogel. Mhm. Sitzt du dann jetzt wieder im Käfig? Überhaupt nicht, weil ich bin frei zu entscheiden, dort zu sein oder nicht. Es ist eben so, ich muss nicht eine Karriere machen, ich muss das nicht machen. Das gibt mir eine gewisse Gelassenheit, die andere nicht haben. Und wenn es mir nicht mehr schmeckt, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es sagt mir und meiner Familie nicht mehr zu, es ist nicht mehr, dann mache ich es nicht mehr. Gut, aber dir gefällt es ja wahnsinnig, eben. Oder? In dem Käfig rein. Ich würde ein anderes Bild zeichnen. Wenn du am Himmel oben free as a bird vor dich anzwitzerst und kein Mensch hört es, dann ist dir langweilig, dann findest du es eben nicht heiß. Ja. Aber als Kanarienvogel, edel in dem goldigen Käfig, oder? In Berlin zu sitzen und so zu trällern, dass alle hören, das ist dein Leben. Es ist doch lustig, jetzt vorgestern Abend, eben von dieser neuen Serie, sind wir mit der Schauspielerin, gut Nachtessen in Borchardt, wunderschöne Schauspielerinnen, tolle Schauspieler, man trifft die spannendsten Leute. Es ist ein spannendes Leben, auch das Leben in zwei Welten. Das sagt mir auf eine Art und Weise zu. Und dann da am Wochenende die Ruhe bei der Familie. Es stimmt für mich. Aber für das muss man die richtige Lebenspartnerin? Ja, das ist nicht ganz einfach. Eben. Und ich habe eine wunderbare Frau, die mich noch nie irgendwie unter Druck gesetzt hat oder mir ein Ultimatum gestellt hat, mindestens nicht bis jetzt. Und die Frage ist eben, ob Gabriella und Lea nach Berlin sollen kommen, jetzt wo es so aussieht, dass es könnte ein bisschen länger gehen, wird sich stellen. Weil das letzte Jahr, als sie eben so auf der Kippe war, bin ich eben froh gewesen, dass sie nicht da waren. Weil wenn es dann plötzlich zu Ende wäre, hätte ich gesagt, innerhalb von 24 Stunden packe ich mein Wärli und bin wieder zurück. Wenn man dann den Lebenssitz... Also jetzt, wo es gesettelt ist, wo es gut laufen tut, sagst du eventuell, dass sie... Aber sie muss das entscheiden. Es ist einfach, mein Problem ist eben, dass ich sehr viel gar nicht in Berlin bin. Weil Deutschland ist ein grosses Land im Vergleich zu der Schweiz. Das muss man immer wieder sehen. Ich bin immer im Flugzeug nach München, nach Frankfurt, nach Köln. Man ist immer unterwegs. Und einfach dann alleine in Berlin sein, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin, geht nicht. Aber es ist jetzt gerade vor kurzem, unser Leben findet auch noch international statt, findet auch noch in Los Angeles statt, ist sie mitgekommen. Und das ist lässig gewesen, da sind wir in Hollywood, alle, das sind bei diesen May-Screening, alle die neuen Sendungen bei allen grossen Studios anschauen. Und das ist lässig gewesen, damit sie, also Gabriella, auch ein Teil ist von dem Ganzen, ein bisschen mitbekommt, was ich überhaupt mache. Wäre es möglich, du kommst ja sehr wahrscheinlich sehr spät am Abend, ziemlich geschafft vom ganzen Tag, kämpfst du heim. Ja. Ist das möglich, Privatleben und Berufsleben in so einem Bereich, wo du tätig bist, wirklich unter einen Hut zu bringen? Ja, es ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, es ist wichtig in einer Beziehung, dass sich beide Seiten verwirklichen können. Und dann ist es gut. Und Gabriella ist jetzt gerade da, da muss man nicht mit ihr reden, ihre Welt aufzubauen. Sie sitzt nicht zuhause und wartet, bis ich heimkomme, sondern sie macht jetzt gerade unglaubliche Fortschritte in einem Bereich, wo sie auch spannend findet. Und das ist toll. Darf man wissen, was? Nein, das muss man mit ihr reden. Also ich, Gabriella Sontag, nächstes Tag. Ich kann nicht für sie reden. Kompromiss muss man immer machen. Es gibt viele Väter, die da sind. Die gehen am Morgen früh weg und sind am Abend spät zurück. Also so viel Unterschied ist das gar nicht. Du redest von zwei Welten. Ich glaube, für dich ist das sehr attraktiv. Ja. In Deutschland zu arbeiten, dann heimzukommen in die Schweiz. Jetzt stellen wir uns vor, Berlin, das brodelt. Ja.
Europa, im Zentrum vom neuen Europa. Mhm. Ist das so oder ist das nur eine Vorstellung? Sind wir ein bisschen hinterwälderisch da noch in der Schweiz? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Zürich ist fantastisch, sensationell, Lebensqualität und so. Aber jetzt in Berlin, jetzt zum Beispiel gerade vor diesen Wahlen, jetzt kommen die Wahlen, da passiert das. Und jetzt unser Sender wird jetzt natürlich bei diesen Wahlen, werde ich eine Talkshow machen und werde Leute einladen. Hast du Frau Merkel kennengelernt schon? Ja, sicher. Aha. Du tust mit ihr die Nieren noch. Nein, aber es sollte man dann in erster Zeit... Sind Sie Nein, bitte nicht. Aber das ist ja nicht nötig, das will ich auch nicht. Ich bin auch in der Schweiz noch mit sehr wenigen Politikern, und zwar bewusst, Duzis. Aber jetzt da mitgestalten und dabei sein, wo das Ganze passiert, und wir als grosser Sender werden ja auch bei diesen Kanzlerduell, das ist so der Höhepunkt von 4 Jahren, oder in dem Fall 3 Jahren, deutscher Politik, werden wir dabei sein. Und das mitzumachen, ist also nicht uninteressant, das kann ich ja schon sagen. Du kommst mit einer neuen Sendung, wie Sonntag, die geplant ist, ab dem Herbst, auch im Sat 1. Konkurrenz zu der Frau Christiansen, sie ist ein bisschen früher am Abend, und die kommen dann ein bisschen später. Es hat grosse Spekulationen gegeben, wird Schawinski moderieren, ja oder nein? Und dort hast du als Begründung gesagt, nein, wie das könnte meine Position als Geschäftsführer gefördern. Roger, jetzt hast du vorher gesagt, es läuft sensationell. Ich sitze wirklich mit beiden Backen auf dem Stuhl und es kann mir noch wenig passieren. Jetzt kannst du moderieren. Nein, ich habe nicht gesagt, dass man... Ja, aber es läuft gut, gut. Also, super Umsatz. Ja, das ist wunderbar. Also, jetzt Moderation. Ich brauche das nicht noch. Im Moment. Ich bin ausgelastet, ich brauche es wirklich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass ich in Sachen, gerade auch deutsche Politik, überhaupt nicht so sattelfest bin, wie ich da in der Schweiz war. Auch von der Sprache ist es doch immer ein bisschen etwas anderes. Und ich will mich jetzt nicht dem zusätzlichen Risiko aussetzen. Man soll sein Glück... Aber das klingt immer so momentan, weißt du? Nein. Ich mache dann vielleicht schon wieder mal Fernsehen. Es ist toll in meinem Studio und ich fühle mich da wohl und wunderbar. Aber jetzt im Moment Sachen zu kreieren, Sachen auf die Schiene zu bringen, Leute auszuwählen, das ist auch eine von meinen Eigenschaften. Das ist ein super Team hinten dran. Aber jetzt zum Beispiel Moderation auszuwählen von dem, nein, super Team. Aber wir tun gemeinsam entscheiden. Jetzt habe ich letzte Woche sind uns 6 neue Unterhaltungssendungen vorgestellt worden, zum Teil mit Piloten. Da müssen wir gemeinsam entscheiden. Die nehmen wir und die anderen nehmen wir nicht. Ja, gut, das aber, sind kreative Prozesse. Du bist ein Protagonist, oder? Und ich meine, es war jetzt, wo der Papst gestorben ist, bist mit der Gabriela der Kronenhalle, es sind alle Leute, der Papst dort. Da wirst du aktiv. Ja, du bist in Kuba in der Ferien, Tsunami, er gibt Anweisungen nach Europa und da. Das ist doch dein Leben. Ja, aber das ist hands-on. Aber ich muss es nicht unbedingt vor der Kamera machen. Das ist erstaunlich. Kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, Markus? Gell? Ja, also ich mache auch viel hinter der Kamera. Ja. Also ich kann das machen. Vielleicht in 10 Jahren siehst du auch so. Also, gut. Mit 60 werden wir uns ins zweite Glied zurück. Ja, ich sehe es nicht als zweite Glied. Es ist ein anderer Job. Man muss eben nicht immer das Gleiche machen. Ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, ich mache jetzt ganz etwas anderes. Ich habe jetzt ein Produktionsbudget von fast 1 Milliarde zu verwalten. Also 3 Millionen am Tag in etwa. Wo du darüber verfügst? Ja, wo es halt eins ausgibt und dann wieder muss einspielen. In etwa. Und das ist also etwas, was einem eigentlich noch ziemlich ausfällt. Und es sind sehr viele grosse und auch sehr wichtige Entscheidungen dabei. Und das ist hochspannend, zu sagen, wie programmieren wir, wo setzen wir welche Sendung ein. Weil es ist im Unterschied zum Schweizer Fernsehen beispielsweise, haben wir eben 24-Stunden-Programm. Wir tun nicht erst am Abend um 6 im Prinzip anfangen und dann noch mit Serien, die wir einkaufen. Wir machen alles selber, sozusagen alles. Wir haben ein paar eingekaufte Sachen, aber 90% produzieren wir selber. Du sagst das letzte Drittel, ich sage es vorsichtig, vielleicht die zweite Hälfte läuft, Roger. Abschliessend. Der Roger Schawinski zum Beispiel mit 80. Wie müssen wir uns den vorstellen? Das müssen wir uns gar nicht vorstellen. Wissen wir nicht, ob es passiert, weil es kann jeden Tag irgendwie etwas sein. Innerhalb der ersten 10 Minuten kann etwas passieren. Und so sexy ist jetzt die Vorstellung auch wieder nicht. Aber du hast doch eine gewisse Angst vor dem. Nein, ich muss einfach sagen, ich habe mir nie vorgestellt, dass ich so wert sie mit 60. Ich habe letzte Woche an einem Firmenlauf mitgemacht in Deutschland, der Berliner Firmenlauf, und bin der Top 12% mitgelaufen. So habe ich mir den 60-Jährigen nicht vorstellen. Also in dem Sinne kann es so. Ich habe letztes Jahr eine 80-jährige Marathonläuferin gehabt. Also ich glaube, für dich, du sagst, solange es Gesundheit mir erlaubt, ich will aktiv sein, ich will dynamisch sein und ich will mich nicht irgendwo zurückziehen und einfach den ganzen Tag im Liegestuhl liegen. Nein, also ich will mich verwirklichen, ich will Sachen verändern und ich will immer wieder, wenn es geht, die Euphorie führen können. Und wenn das noch lange geht, wunderbar. Roger Schawinski, wir wünschen dir das von ganzem Herzen. Ich glaube, alle Leute, die hier im Studio sind,
Du bist der Gründer von diesem Sender, du hast viel erreicht in der Schweiz und jetzt auch in Deutschland. Wir mögen dir das von ganzem Herzen gönnen. Und ich sage dir nur einfach eins. Happy Birthday. Danke, vielmals. Und alles Gute. Und am Schluss von diesem Tag fühle ich mich... Ja, ich fühle mich wunderbar. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern von Tele Zürich für die Treue, die vielen Jahre, die dieser Sender überkommt, die ein wachsender Erfolg, ein Konzept, das von Anfang an funktioniert hat und heute noch funktioniert, und von den Leuten auch geleitet wird, die von Anfang an so im Bereich Radio 24, Welcome, Tele Zürich dabei gewesen sind. Also es kann eigentlich gar nicht schief gehen, es läuft alles gut. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Darf ich jetzt noch sagen, ciao, schönen Abend. Moment, an der News Teaser. Entschuldigung. Habe ich erfunden. Den machst du, genau. Also, die jetzigen Themen von der News. Markus, wir berichten heute über den Horrorcrash auf der A3 bei Thalwil. Zwei Menschen sind tot, mehrere schwer verletzt. Dann beschäftigt uns auch der Fall der Herzpatientin Rosemarie Foser. Politiker sind empört, der Starchirurg Marco Turino streitet das Experiment ab. Und die Wollisofen haben Unbekannte in den Filialen überfallen und die Geschäftsführerin gefesselt. Tagtäglich zum 60. Geburtstag von Roger Schawinski. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Und ich wünsche Ihnen einen ebenso dynamischen Abend, wie unser Jubilar sehr wahrscheinlich hat. Auf Wiedersehen, bis morgen.